Ein paar grundlegende Sätze vorweg zu meiner Person, zu dem Haus, aus dem ich komme. Sie sehen schon mal ein unsagbar langer Name. Ich hoffe, Sie können da unten alles lesen. Deutsches Zentrum für Begabungsforschung und Begabungsförderung, von dem ich Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter bin. Das heißt, Sie haben jetzt heute durchaus einen wissenschaftlichen Menschen vor sich stehen, ganz klar. Aber ich will es ein bisschen noch weiter umschreiben, damit Sie wissen, aus welcher Ecke, aus welcher Richtung kommt eigentlich ein Ansatz vom DZBF im Bereich Begabungsforschung. Kurz davor gesagt, wir sprechen heute mal eine Stunde über Begabungspsychologie. Ist ein relativ neu und festgesetzter Forschungsgegenstand, den wir im DZBF mit ein Stück weit auf den Weg gebracht haben. Und eine Besonderheit merken Sie bereits da, wir sprechen von Begabungsförderung, Begabungsforschung und nicht von Begabten, weil der Ansatz ohnehin ein sehr breitenorientierter persönlichkeitspsychologischer Ansatz ist. Und das wäre auch gleich eine erste Arbeit. Also ich umschreibe meine Arbeit immer sehr gerne so auf drei Ebenen. Eine erste Arbeit vom DZBF ist durchaus eine wissenschaftlich-konzeptionelle Arbeit. Wir haben eine enge Kooperation mit der Uni Osnabrück, Fachbereich Persönlichkeitspsychologie. Vielleicht kennen Sie Professor Kuhl, der auch bei uns im wissenschaftlichen Beirat den Vorstand innehat. Und von daher sind es Begriffe, die wir zusammentragen, wenn es um Begabung und Persönlichkeit geht. Wir sind heute in der Lage, an die 100 verschiedener Persönlichkeitskompetenzen zu erfassen. Allein in der Betrachtungsweise von Motivation, Selbststeuerung, mal so kurz unter uns gesagt, versagt eine davon. Ist der Freifahrtschein in Minderleistung ein Thema? Also der Gedanke von Begabungsförderung geht viel breiter, als zu sagen, wir machen von Begabung mal ohne weiteres Leistung. Von daher dieser Begriff Begabungsausschöpfung ist schon ein großes Themengebiet bei uns im DZBF, weil wir da erstmal alles mit subsumieren wollen. Von daher haben wir im ersten Bereich ganz klar eine Arbeit von Forschungsprojekten, die wir konzipieren und evaluieren. Aber ein zweiter Bereich, der mir mindestens genauso am Herzen liegt im DZBF, sind die Ausbildungen, die Weiterbildungen. Ich bin stolz, dass ich sagen kann, wir haben seit Gründungsphase vor 4 Jahren von jeher 4 Ausbildungsgruppen gehabt, von denen eine ganz klar die Nase vorn hat, nämlich zum begabungspsychologischen Lernbegleiter. Es ist eine Lehrerausbildung, eine Lehrerweiterbildung, die entstanden ist auf Wunsch der Lehrkräfte, die gesagt haben, ich spreche jetzt mal für Deutschland, ne? Ich wage mich mal nicht weiter vor, dass sie gesagt haben, wir hören immer was von individueller Förderung, von Aufbau des Begabungskonzeptes am Schüler, aber wie geht denn das eigentlich? Und wir haben bundesweit die curricularen Vorgaben studiert und festgestellt, das stimmt. Die Lehramtsausbildung bei uns ist sehr dürftig, was die Bereiche von persönlichkeitspsychologischer Begleitung angeht. Und Lehrkräfte in diesen 2 Jahren, dieser Ausbildungszeit um fast 2 Jahre, lernen unter anderem neben diesen Inhalten sogar die potenzialgestützte Diagnostik nach Professor Kuhl, die bislang nur Psychologen einsetzen durften. Von daher eine sehr breitenorientierte, differenzierte Weiterbildung. Wir haben eine Beraterausbildung bei uns, eine Mentorenausbildung und eine Ausbildung zum Begabungspsychologen für Psychologen. Ich kürze das mal ab, ne? Also Sie hören, wir haben viele Arbeiten im Bereich von Weiterbildung, von Ausbildung bei uns und es gibt im DZBF auch eine angegliederte Beratungs- und diagnostische Einheit für Fälle der Diagnostik, Potenzialanalyse, Kinder, Jugendliche bis Erwachsene und damit sind wir auch in Deutschland bei uns relativ einzigartig, weil Begabungsdiagnostik, Begabungsanalyse meistens nicht bis ins Erwachsenenalter reicht. Also ich versuche heute mal auch eine Mixtur in einem Vortrag zu halten, wo Sie genau das merken, wie wir arbeiten, nämlich zum einen wissenschaftlich, ganz klar, aber bis hin dann zu einer sehr hohen praxisorientierten Anwendung. Ich gebe Ihnen mal eine Übersicht. Wenn wir auf der ersten Folie bereits heute unsere Arbeit gut gemacht haben, haben wir schon viel verstanden. Und zwar habe ich Ihnen mal 7 Systemebenen mitgebracht, die mich jetzt schon seit Jahren begleiten von Professor Kuhl. Und ich habe sie mal übertragen auf unseren Ansatz heute. Wo steckt eigentlich Begabungsnotwendigkeit in der Betrachtungsweise? Ich will Ihnen eins mal sagen, das Wort faul dürfen wir ab heute nicht mehr verwenden. Psychologisch, ganz klar. Wir müssen weiterblicken, nämlich was ist das für eine Faulheit, von der wir dann sprechen, wenn wir sehen, dass bei einem Schüler irgendwo ein Verhalten sichtbar ist, was in der Offensichtlichkeit faul daherkommt. Aber wir fangen mal so ganz grundlegend an. Auf welchen Ebenen müssten wir eigentlich von dieser
typenpsychologischen Faulheit sprechen. Es fängt bei einer ersten Ebene an. Ich gebe Ihnen jetzt mal nach Professor Kuhl 7 Systemebenen, die genauso aufgebaut sind, funktionstheoretisch, wie unser Gehirn arbeitet. Wir sind mal hier noch neurobiologisch relativ basal auf einer Ebene von Knochenmark, also so ganz starke Gewohnheitsbildung, wo eigentlich alles mit anfängt. Gewohnheitsbildung, Routinen, Tradition. Überlegen Sie mal, wenn bestimmte Prozesse Kraft kosten, die einfach keine Kraft kosten dürfen, da kommen wir an Grenzen. Überlegen Sie mal heute Morgen, wie fing der Tag an? Kaffee kochen, Zähne putzen, ich weiß nicht, was Ihre Reihenfolge ist. Wenn diese einfachen Gewohnheitsarbeiten schon Kraft kosten, Hausaufgaben, wenn ich an meine Lernaufgaben rantrete und wenn ich im Grunde jeden Tag, in der Hochbegabung kennen Sie das Thema, eine Sinnfrage draufsetze, warum muss ich das jetzt machen? Dann wird das ein Problem. Bestimmte Prozesse im Alltag müssen gemacht werden, damit die schnell gehen, damit die keine Kraft kosten. Problem, wenn wir auf der Belastungsebene voll sind mit Stress. Denken Sie mal daran, unsere Kinder und Jugendliche, die haben einen Terminkalender. Da ist wenig Zeit oftmals für Gewohnheitsbildung. Und wir müssen ein Stück weit auch etwas vorleben. Gewohnheiten werden gelernt durch Vorleben. Nach Schule kommt Mittagessen und dann gehe ich an den Schreibtisch. Hinterfrage ich nicht, mache ich einfach. Also Sie merken, die Ebene ist relativ unintelligent. Versagt es bereits da, müssten wir psychologisch schon nicht mehr weitermachen. Also die Ebene ist noch nicht sehr in den höheren Hirnregionen gegliedert. Wir gehen mal eine weitere Ebene obendrauf. Temperament. Das kennen wir sogar aus der Tierwelt, müssen wir sagen. Wir unterscheiden nämlich psychologisch zwei verschiedene Bereiche. Motorische Aktivierung, sensorische Erregung. In der Temperamentspsychologie, was ist was? Motorische Aktivierung ist das, was ich jetzt bei Ihnen brauche, dass ich hier relativ kräftig, stark etwas dalassen kann, dass ich nicht erregt, nervös, unsicher spreche. Also Sie merken, das ist eine sehr große Entweder-Oder-Sache. Wenn mir so ein Grundmaß von motorischer Aktivierung fehlt, woran erkennen wir das im Lehramtsberuf? Dann kostet das Runterdrücken der Klinke morgens schon Kraft. Wenn ich oben merke, oh, dieser erste Energieschub, der fehlt mir. Das trainiere ich nicht da, wo es am meisten schwerfällt. Denken Sie mal daran, das trainieren wir grundlegend im Sport, überall da, wo ich das Handlungsmachen wieder lerne. Also wir haben da eine Ebene, wo ich einfach merke, ich brauche so ein Grundmaß von Handlungsaktivität. Wir gehen mal einen Schritt weiter und jetzt wird es psychologischer. Die Anreize in der Motivation. Im neutralsten Fall sind Fach und Lehrer einfach nicht positiv besetzt. Im schlimmsten Fall sogar negativ, wir alle wissen das. Und denken Sie an unsere Schulzeit zurück, wenn bei uns bereits die Anreize negativ sind. Denken Sie an das Fach, was Sie nicht mochten. Denken Sie an den Lehrer, wo Sie merkten, da passte die Chemie nicht. Anreize kommen an die Grenzen. Wir können unmöglich einen Anreiz, der bereits negativ valenziert ist, so ohne weiteres ins Positive heben. Wenn wir davon überzeugt sind, der Lehrer glaubt nicht an meine Fähigkeiten. Das Fach ist ohnehin nichts für mich. Motivationspsychologisch sind da schnell Grenzen erreicht. Da können wir nicht da im negativen Bereich weiterarbeiten, wo ich merke, es stoppt. Wohl dem, der ein Leben lang ein Lieblingsfach hatte oder gemerkt hat, da war ein Lehrer, der an mich geglaubt hat. Wir können das aufwiegen in der Bilanz durch positive Erfahrung. Ich gebe Ihnen mal einen vierten Bereich. Wir wachsen mal jetzt neurobiologisch und neuropsychologisch ein bisschen höher in die Regionen. Der vierte Bereich, muss ich Ihnen ganz offen was sagen, ist man im Lehramtsberuf als Lehrkraft nicht so schnell dran. Weil auf der vierten Ebene, wo der Stressbereich zu sehen ist, das ist eine Stresswahrnehmung, die merken wir meistens dann, wenn es zu spät ist, wenn die Tränen bereits fließen, wenn bereits erkannt wurde, oha, da kam es gerade so richtig dicke. Wir sehen den meisten Menschen nicht an, wie hoch ist der Belastungsstress gerade wirklich, wie stark stehen die wirklich unter Druck. Wir haben auf der vierten Ebene so eine, da kippelt das Ganze, das ist eine Art Schwellenannahme, wenn der Stress hier zu stark wird, dann werden die letzten drei Ebenen irgendwann schwer bis unmöglich, weil ich genau erkenne, ich schaffe diesen Sprung in Stressbewältigung gar nicht mehr so stark. Also halten wir daran fest, Stressbewältigung zu erarbeiten ist schwer, wenn ich mich bereits im Stress gefordert fühle. Eine hochsubjektive Sache. Fangen Sie bitte ab heute nicht an, sich im Stress zu vergleichen. Können wir psychologisch gar nicht, müssen wir auch motivationspsychologisch sagen. Sobald wir sagen, ja, deinen Stress möchte ich mal haben, ne? Dann wüsstest du, was ich hier mache. Das geht nicht, das klappt nicht, weil wir haben hier eine höchst subjektive Arbeit, die natürlich auch da neurobiologisch verankert ist. Denken Sie,
Stressresistenz wird familiär in allerersten Jahren mitgeprägt. Von daher, wir kommen an viele Prozesse auch nicht ohne weiteres mehr ran. Ebene 5. Und jetzt wird es begabungspsychologisch interessant. Es geht um eine Art Begabungsgefühl, ein Begabungsgespür im Leistungsmotiv. Überlegen Sie mal, wie viele Schüler von uns haben noch ein Gefühl für Leistung, für Erfolg? Das habe ich gut gemacht. Das kommt an. Das kommt irgendwie im Bauch an. Wir haben so starke, gehetzte Leistungserfolge. Und ich spreche jetzt mal gerade auch aus meiner Arbeit, wenn ich an die Leistungsexzellenz, an unsere hochleistenden Schüler denke. Die jagen dem einen Erfolg hinterher und morgen kommt der nächste. Hauptsache, ich bin wieder gut aufgestellt. Das heißt, wir haben eine solche katapultartige Wirkung von Leistungsverbuchssituationen, das kann im Bauch, im Herz irgendwie gar nicht mehr ankommen. Wenn Erfolge nur irgendwo im Kopf ankommen und ich weiß, aha, morgen geht's weiter, ich muss ja hier Leistung bringen, wir kommen an die Grenzen, weil wir einfach irgendwann nicht mehr merken, aha, ich komme in Gelassenheit, ich komme in Ruhe. Wir bräuchten so eine Art Zwangspause, wenn dann mal der Erfolg da ist, für ein paar Minuten zu sagen, ich war so panisch, aber es hat trotzdem geklappt. Ich bin gelassen, ich bin erleichtert. Der sechste Bereich, wo es darum geht, wie hoch ist eigentlich die Überzeugung für mich und für meine Fähigkeiten? Wir sprechen auch da nicht vom Selbstkonzept, wir sprechen vom Begabungskonzept, wo wir sagen würden, ich spüre auf der bewussten Ebene, wo Fähigkeiten von mir liegen. Ich habe eine Idee darüber, ich kann Ziele bilden, was meine Fähigkeiten können. Keine IQ-Zahl der Welt kann das leisten. Ich kann Ihnen sagen, mir wird schwummrig, wenn ich Jugendlichengruppe begleite, die sich untereinander in ihre IQ-Zahlen vergleichen. Sie glauben nicht, was es alles gibt. Wenn dann der Erste anfängt zu sagen, hier, also ich bin ja 141, was bist denn du? Eine IQ-Zahl der Welt gibt nichts. Eine Abstraktion in der Zahlbildung kann keine Begabungsüberzeugung anheben. Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Erfolge, wo ich genau weiß, das habe ich mit Wissen, das habe ich mit Fähigkeiten geschafft. Also denken Sie daran, nur eine Erwartung, eine Erkenntnis kann das sogar drosseln, bis unmöglich machen, dass ich noch eine Überzeugung habe, was ich da eigentlich mache. Aber die siebte Ebene, von der ich eben schon sprach, an die 100 verschiedene Persönlichkeitskompetenzen, Sie erinnern sich, versagt eine. Und Professor Kuhl und ich, wir verwenden immer oftmals gerne so ein Schlagwort, wenn eine davon fehlt, wie zum Beispiel Misserfolgsbewältigung. Überlegen Sie mal, das ist eine Komponente, die ich unter Misserfolg brauche. Wenn ich 38 Erfolge hatte, und dann kommt der eine Misserfolg und auf den bin ich nicht vorbereitet. Wir können heute erklären, warum Hochleistung keine Garantie ein Leben lang ist. Wenn ich weiß, ich war auf diesen einen Misserfolg nicht vorbereitet. Der Absturz, wenn der Berg so ganz hoch war, der kann enorm sein, weil ich genau weiß, ich war erfolgsverwöhnt, ich war erfolgssicher. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass da mal etwas passieren kann. Halten Sie also das mal so im Hinterkopf, was sind die Inhalte unseres jetzigen Vorgehens? Und ich möchte Ihnen mal auf die nächsten zwei Folien die Grundphilosophie, könnte man sagen, in der Begabungspsychologie zeigen. Wo müssten wir eigentlich jetzt mit all diesem Wissen Begabung einsortieren? Wenn wir einen Begriff verwenden wie Begabungsausschöpfung und wir versuchen mal einen Platz zu finden in der Persönlichkeit, wo Begabung lokalisiert ist. So merken wir relativ schnell, wir kommen auf eine Ebene, wo Persönlichkeitspsychologen schon seit Jahren von Bedürfnispsychologie sprechen. Es ist ein altherbekannter Forschungsbereich, der aber genau da wieder gültig wird. Ich zeige Ihnen mal warum. Wir fangen mit einem ersten Bereich an. Leistungsbedürfnis ist in der Begabungsforschung nichts Neues, müssen wir auch ganz offen sagen. Will ich jetzt auch nicht mutig sein und sagen, das haben wir neu erkannt, ganz im Gegenteil. Das ist seit Jahrzehnten drin. Denken Sie an die vorzeitige Einschulung, denken Sie an die akzelerativen Maßnahmen, Klasse überspringen. Das hat alles eine Gründlichkeit und Notwendigkeit, nämlich dann, wenn es darum geht, Neugierde, Autonomie wieder anzuheben, genau zu wissen, aber ich kann. Denken Sie daran, wenn der Kindergarten, wenn die Kita irgendwann zu langweilig wird und dann kommt das erste Jahr Schule und die Erwartungen, wie steigen die? Ich habe selbst jahrelang eine Kita geleitet auf psychologischer Ebene. Ich weiß, wie groß die Augen sein können. So nach dem Motto, endlich Schule, endlich lerne ich rechnen, endlich lerne ich schreiben. Und dann kommt man dahin und was wird gemacht? Es wird ausgemalt. Es werden Zahlen angemalt. Also Sie merken, wir können Leistungsbedürfnis relativ schnell frustrieren. Aber es ist motivationspsychologisch das Einfachste, was wir erreichen können. Brisanter wird es jetzt. Ich gebe Ihnen mal ein zweites dazu.
Selbstbehauptung. Es ist eine Bedürfnisbeschreibung, die kennen wir aus der amerikanischen Forschung, Power Motivation. Also ich komme in diese Gestaltung, in die Selbstgestaltung hinein. Wir sind darauf gestoßen, vor ungefähr 10 Jahren in der Begabungsforschung, als es klar wurde, Minderleistung ist kein leistungsthematisches Problem. Wenn ich irgendwann merke, dass mich die verdrehten Augenpaare meiner Mitschüler mehr beschäftigen, als meine eigene Sicherheit es erlauben ließe, dann sind das Einstiege in begabungsunsicheres Verhalten, wenn ich genau weiß, ich kann mich hier nicht mehr konzentrieren. Wenn Sie mir nachher sagen würden, also Renger, was Sie da im Vortrag gesagt haben, also ich kann da nicht dahinter stehen. Das war irgendwie, ach ich weiß nicht. Wenn ich das sofort persönlich nehme, wenn das sofort mich aufribbelt, hilft mir kein Leistungsbedürfnis. Ich sagen würde, aber ich habe doch hier mit Fähigkeiten gesprochen. Dann brauchen wir im rechten Moment auch mal ein Gefühl zu sagen, nö, aber ich weiß, was ich hier mache. Denken Sie mal daran als Lehrer, als Schüler im Referat, es kommt dann darauf an, wie stark bin ich hier gerade wirklich. Leistungsbedürftigkeit trägt dann nicht mehr so stark. Aber Sie merken, da oben ist noch Platz, ne? Überbegabungsetablierung. Ein sehr entscheidendes Bedürfnis kommt jetzt. Das Beziehungs- oder Anschlussbedürfnis. Wir wissen heute begabungspsychologisch, es ist das Notwendigste bis das Schlimmste, wenn es nicht erfüllt wird. Gesetzt den Fall, Sie hätten heute Morgen noch einen schlimmen Streit gehabt, eine enorme Enttäuschung, eine Verletzung. Das geht tiefer als die beiden anderen Bedürfnisse da unten. Also kurz gesagt, an Leistung ist erstmal nicht zu denken, wenn ich auf der Beziehungsebene gerade ein großes Problem habe. Dann ist Leistung so eine schöne Nebensache der Welt, wo ich genau weiß, mir geht es ja eigentlich erstmal um Beziehungsfestigkeit. Und Sie alle wissen, wenn die Chemie passt, wenn die Beziehung da ist, was dann möglich ist. Also ich habe eine Grundsatzphilosophie übernommen von unseren begabungspsychologischen Lernbegleitern, abgekürzt BPLB. Psychologen kürzen immer alles gerne ab, also unsere BPLBler. Die haben eins gesagt, nach 2 Jahren Ausbildungszeit, also egal wie der Unterricht war, Hauptsache die Beziehung ist gut. Hauptsache die Stimmung ist gut, dann ist erstmal alles denkbar. Und ich sagte, wenn ihr nach 2 Jahren nicht mehr gelernt habt als diese Überzeugung, aber da ist was dran. Wir können heute nachweisen, warum Beziehung so etwas Wesentliches ist. Denn wir merken es dann, wenn Beziehung hakt, wenn Beziehung nicht da ist. Sie merken, wie tief das dann geht. Aber jetzt müssen wir psychologisch sagen, das Ganze ist natürlich von der Theorie her brillant. Das geht ja schon mal auf. Jetzt kann es jedoch passieren, dass Bedürfnisse verhindert werden, vernachlässigt werden oder im schlimmsten Fall, und jetzt wird es einmal psychologisch, fehlinterpretiert werden. Kennen wir aus der psychologischen Alltagserfahrung. Was passiert, wenn ich ein enorm hohes Beziehungsbedürfnis habe, merke aber, das kann ich gar nicht leben, da komme ich gar nicht mal in die Umsetzung. Denken Sie an die Schüler, die enorm beziehungsbedürftig in einer sehr hohen Beziehungssehnsucht stecken. Aber es gibt nicht die Freundschaft, nach denen ich mich sehe. Es gibt nicht diese elterliche Bindung, die ich jetzt gerade gerne hätte. Wenn dann dummerweise noch der Leistungserfolg dazukommt und wir merken, aber im Leistungsbereich komme ich klar, was kann dann im fatalsten Sinne passieren? Dann merke ich irgendwann, ich bekomme zu Hause die Umarmung für eine gute Note, für eine 1. Da speichert sich ein Verhalten ab, wo das Bedürfnis dahinter eigentlich grundsätzlich verschiedenes ist. Nämlich, ich sehe nämlich nach Beziehung. Beziehung klappt aber nicht. Ich merke, im Leistungsbereich ist der Erfolg da, dann werde ich umarmt, dann kommt der Erfolg an. Was kann dann im schlimmsten Fall passieren? Wir sprechen in der aktuellen Begabungspsychologie von dem Phänomen der Leistungsliebe. Können wir schnell erklären. Ich habe das Gefühl, erst dann etwas wert zu sein, wenn dann der Leistungserfolg dazukommt. Aber das können wir genauso auch anders durchspielen. Wenn Sie ein hochleistungsbedürftiger Mensch sind, und was ist der Kerngedanke von Leistungsbedürfnis? Autonomie, Neugierde, ich will Kompetenzen entwickeln. Versuchen Sie mal mit dieser Grundsatzphilosophie Beziehung zu machen, wenn uns das nicht klar ist. Im Beziehungsbereich kommen wir da an Grenzen. Wenn ich versuche, als autonomer Mensch, als neugieriger Mensch in Beziehung zu treten, da kann mir Beziehung mal irgendwann zu viel sein. Also wir brauchen eine Zielerfüllung auf der Bedürfnisebene, wo es eigentlich kommt. Denn dann dürften wir erst sagen, psychologisch, Sie merken, da gibt es noch einen Fall, ne? Nach rechts. Erst jetzt dürfte es weitergehen. Ich zeige Ihnen mal, wohin. Wenn wir nämlich jetzt sagen, wir haben die Notwendigkeit, die Begabung auch zu umschreiben, in einer Begrifflichkeit wie Leistungsperformance. Das heißt, psychologisch, begabungspsychologisch, dürften wir jetzt erst davon ausgehen, dass sich Begabung gut aufgehoben fühlt, nämlich indem ich einen eigenen internen Gütemaßstab aufbaue, dass ich genau weiß,
wie erfolgreich bin ich eigentlich gerade geworden? Habe ich mich verbessert? Habe ich mich verschlechtert? Überlegen Sie mal, wie viele Schüler können das heutzutage noch gut? Zu sagen, im Vergleich zur letzten Klassenarbeit habe ich zugelegt, habe ich mich verbessert. Denn im Alltag haben wir eine Wahrnehmung, die ist viel entscheidender, die ist viel dramatischer oftmals. Nämlich wir gehen auf den sozialen Leistungsvergleich. Bin ich im Vergleich zu anderen besser oder schlechter geworden? Überlegen Sie mal, von Klausurenspiegel, Klassenspiegel, Vergleich im Unterricht angefangen. Es ist die logische Konsequenz, was möglich ist, wenn ich da oben meine Arbeit gut gemacht habe. Denn was wissen wir aus der Begabungsforschung? Wer kann Leistungsvergleiche gar nicht aushalten? Es sind die minderleistenden Schüler, die eigentlich genau sagen würden, ich kann es nicht mehr, ständig diese Aufwärtsvergleiche, immer zu sehen, die sind besser als ich, das habe ich wieder nicht geschafft. Wenn es einer gut kann in der gesamten Begabungstypologie, dann sind es die Hochleister, die genau sagen würden, aber es ist nichts langweiliger, als ständig auf 1 zu stellen. Immer zu merken, habe ich wieder geschafft. Immer so, ne? Abwärtsvergleiche. Da merke ich ganz klar, die können es motivationspsychologisch aushalten. Gesetzt den Fall, da oben klappt auch etwas. Also es wäre die Überzeugung, dass ich erstmal für mich eine eigene Wahrnehmung halte. Wie gut und schlecht bin ich eigentlich geworden? Denn jeder soziale Vergleich kann die Arbeit da oben sehr stark begrenzen und schwächen. Und überlegen Sie mal, wenn ich da nur noch irgendwann denke, auch als Eltern, Hauptsache, mein Kind schneidet gut ab im Vergleich zu anderen. Ich erkundige mich sogar auch danach, wie ist denn ausgefallen, die Arbeit? Gut oder schlecht? Psychologisch gar nicht mal notwendig. Denn was wir brauchen, ist der Schritt da oben, dass ich für mich erkenne, Verbesserung, Stabilität, wie erfolgreich war ich da eigentlich wirklich? Wir haben zusammengesetzte Kontextsituationen. Wenn ich jetzt eine Person von Ihnen vergleichen würde in einer bestimmten Fähigkeit, dann sozial geprägt nur dadurch, weil wir hier eine Gruppe sind, die vielleicht da eine Randverteilung liefern würde, wo ich genau weiß, aha, die Person steht da, aber immer in Bezug zu einer gesetzten Normvielfalt, die sich da gerade situativ ergibt. Also wir kommen an die Grenzen, wenn ich irgendwann nur noch über Leistungsvergleiche arbeite. Doch der Gedanke, wie ist das eigentlich möglich? Wir gehen mal auf den Bereich der Begabungspsychologie in der Beziehungsarbeit stärker ein. Was steckt eigentlich dahinter? Warum ist eigentlich die Begleitung, die Lernhaltung etwas so Entscheidendes? Wir können heute sagen, dass sehr stark, ich hoffe, Sie können es lesen, ich merke, eine Farbe hat ein bisschen nachgelassen. Da oben steht Fremd- und Selbstwahrnehmung. Sollte rot sein. Ist es bei Ihnen noch rot? Nee, ne? Kommt sehr bläulich rüber. Wir können heute eins sagen, was baut Begabungsgespür auf? Dann die Begleitung, dann die Rückmeldung, wo es darum geht, eine andere Person hat mich verstanden. Nicht umsonst sprechen wir so gerne von Lernbegleitung. Es geht darum, Wahrnehmung zu senden. Wie habe ich da etwas erlebt? Wie habe ich eine Person wahrgenommen in Unsicherheiten, bei Stärken, bei Hürden und habe da eine Rückmeldung draufgesetzt, damit sich Bewusstsein heben kann. Es ist die nachhaltigste Version zu sagen, wir gehen in Beziehung durch Rückmeldung, durch Senden eigener Wahrnehmung. Denn da müssten wir sagen, sobald wir auf Feedback-Ebene gehen, brauchen wir Beziehungsarbeit. Selbst wenn Sie sagen, ich will leistungsthematisch etwas zurückmelden, Sie wollen der Person sagen, wo sie sich verbessern kann. Wenn die Beziehung da nicht klappt, wenn die Beziehung nicht geregelt ist, im schlimmsten Fall da rein und da raus. Der Schüler hört Ihnen nicht zu. Ja, reden Sie mal, ne? Red du mal. Wenn dahinter eigentlich nicht die Basis von Überzeugung geprägt ist, ich habe dich da erlebt, ich habe dich so verstanden, dass ich erkenne, dass die Person mir etwas sagen darf, weil die hat sich ja Gedanken gemacht. Unsere altklugen Ratschläge, die wir alle haben, gehen genau davon weit entfernt. Es geht um die Beziehungserfahrung in der Situation. Und wir sprechen deswegen heutzutage auch von der begabungsstützenden Haltung. Wenn wir nämlich erkennen, dass sobald die Person auf eine mentorielle Ebene, auf eine tutorielle Ebene begleitet, über Erfahrungen spricht, wie sie den Schüler erlebt hat, wo Schwierigkeiten waren, wo Hindernisse waren. Man kommt ins Gespräch über die gemeinsame Erlebnisebene. Können wir heutzutage nachweisen, Sie werden gleich sehen, womit, dass wir sogar diese Kompetenzarbeit berühren. Allein auf der Beziehungsebene ist es möglich, die Persönlichkeitskompetenzen anzusprechen, damit sich Begabung stabilisieren kann. Sozusagen, dass wir da Schwerpunktarbeit leisten, wo sich in Persönlichkeit es sich nach Schwäche anfühlt.
würde für uns auch jetzt lauten, wir brauchen nicht die größten Konzepte der Begabungsförderung. Wir brauchen nicht die ausgefeiltesten Annahmen, wie sollten wir jetzt jede Person individuell fördern. Wenn der Gedanke dahinter klar ist, dass es erstmal darum geht, eine bestimmte Haltung zu erreichen. Der Begriff Haltung ist in der Pädagogik alt geprägt, das wissen wir sehr gut. Aber in der Annahme von heute gefragter denn je. Denn es ist eine Überzeugung, dass ich eigentlich erstmal auf die Wahrnehmungsebene kommen muss. Wovon braucht es gerade ein bisschen mehr? Setzt voraus, dass ich einmal hinblicke, was ist da gerade los? Und Sie merken, da müssen wir tiefer blicken als nur auf die Verhaltensebene, sondern wir müssen auf die Ebene blicken, was ist da gerade auf der Bedürfnisebene ein Thema? Ich möchte Ihnen mal von der wissenschaftlichen Grundlage ein bisschen was bestätigen, damit Sie einmal für sich stabil abspeichern können, warum ist Feedback bereits so entscheidend? Warum kommt das bereits an? Ich habe Ihnen mal eine Forschergruppe mitgebracht, eine Schülergruppe. Die Studie war wie folgt aufgebaut. Es gab Lehrkräfte, die immer für ein Jahr mentorielle Kurse in der Begabungsförderung begleitet haben. Also Kurse, die im Sinne von Arbeitsgemeinschaften aber sehr intensiv arbeiten. Man trifft sich einmal die Woche, es gibt keine Note, man hat einen Prozess, in dem man arbeitet. Literaturkurse, Mathekurse, Sprachkurse, Fremdsprachenkurse. Man kommt aber ständig darüber ins Gespräch. Wie ist es gelaufen? Wie erfolgreich war es? Wo habe ich noch Schwierigkeiten gesehen? Und eine Besonderheit war, dass die Lehrkräfte schon damals diese Top-Diagnostik nach Professor Kuhl eingesetzt haben, die wir wissenschaftlich haben mitlaufen lassen. Und die Lehrkräfte wurden ausgebildet, einmal im Schuljahr ein solches Feedback-Gespräch zu leisten. Das war ungefähr, lassen Sie mich jetzt mal hochrechnen, eine Stunde. Länger haben die nicht gesprochen. Eine Stunde pro Schuljahr für Schüler, die ohnehin in einer wöchentlichen mentoriellen Begabungsförderung waren. Und ich mag Ihnen jetzt mal zeigen, was dieses einmaliger Gespräch ausgelöst hat, denn wir haben jetzt zwei Schülergruppen, die für ein Jahr konstant, mentoriell, wöchentlich begleitet worden sind. Links haben wir eine Gruppe, die hat ihr Gespräch mit ihrem Mentor noch nicht erhalten, rechts die Gruppe, da fand es bereits statt. Wir sind in der Skala Selbstbestimmung, also genau die Skala, von der wir eben gesagt haben, es geht um Bedürfniswahrnehmung, ich erkenne und fühle meine Ziele. Ein Gespräch, was sehr breitenorientiert abläuft und über diese gesamte Kompetenzvielfalt gelegt worden ist. Schauen Sie mal, wir haben einen signifikanten Anstieg in der Gruppe, die dieses Gespräch bereits erhalten hat. Also wo es einmal im Schuljahr die Möglichkeit gab, in diesen Erfahrungsaustausch zu treten. Und das gehen Sie mal davon aus. Natürlich eine Situation, die in dem Projekt denkbar war. Aber wenn wir überlegen, dass diese einmalige Rückmeldefunktion sich diagnostisch nachweisen lässt, in genau einer Skala, von der wir sagen würden, da geht es ja um eine eigene Selbstwahrnehmung. Also gehen wir einen Schritt weiter, da müssten wir sagen, der Mentor hat sozusagen, der Lernbegleiter hat eine Art Spiegelfunktion. Er hat durch die Diagnostik, sagten die Lehrkräfte selbst, eine Möglichkeit bekommen, ins Gespräch zu treten mit dem Schüler, dass ich nicht mehr sagen muss, ich erlebe dich da als lernschwach, als frustriert. Nein, die haben gemeinsam Erfahrung gesammelt. Die konnten beide erklären, wann und wo war das. Sie hatten es ein bisschen leichter, weil es gab eine Diagnostik, die hat es angebahnt. Das war der Grund, warum sie ins Gespräch kamen. Trotzdem, ich habe mir nachher noch über zwei Jahre hinweg Fragebogen eingeholt, was die Wahrnehmungsprofile der Schüler waren. Das hier war eine Hauptaussage. Da hat mich ein Lehrer verstanden. Der hat mir etwas gesagt. Ich muss mich jetzt wissenschaftlich ein bisschen schwächer machen. Ich muss Ihnen nämlich sagen, der Befund ist eigentlich gar nicht mal so stark auf das einmalige Gespräch zurückzuführen. Es ist vielmehr auch da unsere Haltungsfrage. Da habe ich verstanden, der Lehrer nimmt sich für eine Stunde Zeit, mit mir ins Gespräch zu treten. Wir haben im Grunde hier einen Befund, der beschreibt Wertschätzung, der beschreibt Qualität im Beziehungsprozess. Mir geht es heutzutage gar nicht mehr so stark um dieses eine Gespräch, wie erfolgreich war das. Nicht jedes Gespräch verläuft gleich, wissen wir alle. Aber die Tatsache, da fand noch etwas mehr statt, wir kamen noch mal ins Gespräch, wirkt direkt auf eine Skala, wo Bedürfnisse zu Hause sind. Aber ich gebe Ihnen noch einen Befund, der hat uns damals noch mehr überrascht. Nämlich das Selbstbestimmung, klar, konnte man erwarten. Ich gebe Ihnen mal einen Befund, wo wir jetzt in der Skala sind, Leistung sozialer Vergleich. Wo also viele Projekte der Motivationsforschung sagen, es geht auch darum, dass ich einen Vergleich aushalten kann. Dass ich auch mal sagen kann, da bin ich besser oder schlechter als die anderen.
Und jetzt schauen Sie mal nach vorne, wir haben ja eigentlich einen Verlauf, der ist auf den ersten Blick paradox, so haben wir es zumindest gesagt. Wie kann es sein, dass in der Gruppe, die ein Gespräch erhalten hat über ihre eigenen Fähigkeiten, dass in der Motivationsstrategie signifikant ein solcher Leistungsvergleich abnimmt? Das haben wir nicht sofort verstanden. Wir mussten da erst sofort in Gespräche mit Lehrer treten. Und was war das Erste, was die Lehrkräfte uns gesagt haben? Das ist klar wie Kloßbrühe. Natürlich muss das abnehmen. Die werden stabiler, die werden sicherer. Wenn wir ins Gespräch gekommen sind, die vergleichen sich nicht mehr so stark untereinander. Die haben eine eigene Überzeugung und der Vergleich, so ein bisschen provokant gesagt, ist nicht mehr so stark nötig. Die wissen aus eigenen Stücken, was kann ich da eigentlich, was habe ich da eigentlich für Fähigkeiten. Und wir sprechen heutzutage auch gerne von solchen Immunisierungseffekten. Wenn ich genau weiß, da hat mich mal in der Gesprächssituation etwas bestätigen können. Ich weiß genau, da habe ich eine Stärke, da habe ich eine Fähigkeit. Der soziale Vergleich ist einfach für mich nicht mehr so stark alltagsleitend. Schauen Sie genau hin. Wir müssen sagen, die werden ja nicht mehr unmöglich im sozialen Vergleich. Die können es ja nach wie vor, die können es auch noch aushalten. Aber da kommt noch eine Motivationsstrategie dazu. Nämlich, es geht auch selbstmotiviert. Es geht nicht nur external eingebunden. Von daher müssen wir sagen, es ist eindeutig eine Wahrnehmung auch in der Feedbackhaltung. Wenn ich genau weiß, eine Person hat mich da in Stärken bestätigen können, ich werde sicherer, ich werde gelassener. Darauf kann ich mich auch zurückfallen lassen in Phasen, wo ich genau weiß, es wird mal richtig belastend. Es kommt mal der Stress dazu. Denn gerade in Stressphasen, Sie alle wissen das, sind soziale Vergleiche am schwersten auszuhalten. Wenn ich auch dann noch erkenne, und da ist wieder einer besser als ich, dann geht es so richtig tief. Wenn es gut läuft, macht das erstmal nicht so viel aus. Aber wir haben den Vortrag heute ja auch Leistung genannt. Und ich will Ihnen nochmal einen Befund dalassen. Unter uns gesagt, ich will Ihnen eigentlich eher ein Befundmuster dalassen, was für uns ein hübscher Nebeneffekt war. Wir müssen mal nach vorne gucken. In der Bildungspolitik damals war er jedoch für die Personen der größte Befund. Sie werden gleich erkennen, warum. Ich gebe Ihnen nämlich jetzt mal eine Übersicht, was grundlegend in der mentoriellen Haltung passiert ist. Also Sie wissen, das war ein Jahresprogramm, intensive wöchentliche Begleitung im Konzept Mentor-Schüler, einmal die Woche. Und wir haben hier zwei große Schülergruppen von je an die 200. Also ich habe hier eine sehr große Stichprobe gebildet. In der Kontrollgruppe müssen wir sagen, waren es im Alter und Geschlecht vergleichbare Schüleranteile. Die rechte Gruppe war unsere mentorielle Fördergruppe, nämlich genau die, unabhängig von Feedbackgabe, die eine solche mentorielle Begleitung erhalten hat. Jetzt sehen Sie eins bereits zu Beginn. An der Schule in Baden-Württemberg, das war das Salvator-Kolleg, was bis heute die Begabungsförderung genauso konzipiert, gab es einen signifikanten Unterschied. Wundert uns nicht. Wir können bestätigen, die Schüler, die über leistungsstärkere Noten verfügen, haben es der Schule auch leichter gemacht zu sagen, hey, ich möchte mal gerne in die Förderung rein. Was nicht heißt, dass da ein schlechterer Schüler, leistungsschwächerer Schüler nicht reinkommen durfte. Ganz im Gegenteil. Wir würden sogar sagen, es ist ja eine Form der Förderung, die Begabung heben kann. Aber trotzdem müssen wir festhalten, die Schüler, die in die Förderung getreten sind, hatten bereits auch signifikant zu bestätigen, ein besseres, ein höheres Leistungsniveau. Aber dann kommt's. Und jetzt war das passiert, was wir eigentlich nicht erwartet haben in der Wissenschaft. Wir haben einen höchst signifikanten Leistungsanstieg im Vergleich vom Halbjahreszeugnis zum Jahreszeugnis. Wir haben die Zeitfenster, ein Schulhalbjahr dabei. Und jetzt muss ich Ihnen eins sagen. Das ist natürlich eine Gesamtdurchschnittsnote, wo wir erst gedacht haben, naja, wenn man da ein Projekt der mentoriellen Begabungsförderung macht, dann wirkt zum Beispiel ein Kurs in Mathematik auf die Mathe-Note, ein Deutschkurs auf die Deutschnote. Nichts dergleichen. Es war grundsätzlich eine Anhebung im Leistungsniveau, wo wir inzwischen sagen können, es gibt die Überzeugung, dass die Beziehungshaltung auf Leistungssteigerung wirkt. Aber wir sind noch nicht weiter, genau zu erklären, warum. Warum und welche Beziehung ist es dabei? Also Sie merken, wir sind auch in der Forschung noch nicht durch die Tür ganz durch. Wir haben einen Fuß drin, dass wir sagen können, aha, guck mal, Leistungsanstieg ist denkbar, aber eine Botschaft kann ich Ihnen noch dazu geben. Diese Leistungsverbesserung korreliert mit dem Faktor Zeit. Je länger Schüler in der mentoriellen zusätzlichen Schulbegleitung drin sind, desto höher wurde die Note, desto besser wurde sie. Mit anderen Worten, nach einem Jahr waren bereits Effekte erkennbar, die waren jedoch deutlicher nach 2, nach 3, nach 4 Jahren. Wo wir damals gesagt haben, naja,
Wenn in diesen Jahren so viele Kompetenzen aufgebaut werden, kann natürlich Leistungsverbesserung auch wirklich nur eine Konsequenz sein. Das Projekt haben wir damals konzipiert und haben zu keinem Zeitpunkt gesagt, die müssen auch besser werden, die müssen auch Leistung steigern. Da wollten wir nie ran, bis irgendwann die Wissenschaft sagte, guckt euch doch auch mal die Schulleistung an. Ist da auch was passiert? Dann waren wir auch nachher wiederum bei den ganzen Schultagungen, wir haben die Ergebnisse vorgestellt. Und was war die höchste Überzeugung der Lehrkräfte? Diese Folie ließ die kalt. Wir haben gesagt, nee, darum ging es uns ja auch gar nicht. Wir wollten Kompetenzen aufbauen. Für die Wissenschaft, für unsere Bildungsüberzeugung war jedoch das ein Befund, wo wir erkannt haben, guck mal, da erkennen wir, dass eine Sicherheit denkbar ist, wenn ich an die Kompetenzebene komme. Ich gebe Ihnen mal gerade jetzt lehrpädagogisch zusammengefasst eine Überzeugung, was haben wir da eigentlich berührt in der mentoriellen Haltung der Begabungsförderung. Wir haben damals verschiedene Didaktikformen konzipiert, unter anderem eine Extensionsdidaktik. Es gibt eine Intentionsdidaktik, eine intuitive Didaktik, die auch unsere begabungspsychologischen Lernbegleiter ausführlich lernen. Aber eine wichtigste dabei habe ich Ihnen heute mal mitgebracht, wo wir sagen würden, es ist nichts Neues, aber das Zusammentragen dieser Überzeugung, was kommt davon eigentlich an? Eine erste große Wichtigkeit, ich hoffe, Sie können noch die Überschrift lesen, inhaltliche Elemente steht da, jetzt in Blau. Und was ist darunter zu verstehen? Überlegen Sie mal, wo es Ihnen gelingt, dass Sie Inhalte weitergeben, dass Sie Fachinhalte auch in die Klasse weitergeben, die nicht immer das Gefühl vermitteln von, wir fangen bei Null an, sondern wo ich genau weiß, da habe ich was Ähnliches bereits erlebt, da gehe ich einen Schritt weiter. Ich mache eine Art Prozesshaltung dabei. Das geht nicht immer und es geht nicht jeden Tag. Aber wo Sie genau wissen, dass Sie die Möglichkeit haben, in der Wissensvermittlung auf vorhandenem Wissen draufzusetzen, was ist da von der Stimmungslandschaft möglich? Wiedererkennung, da habe ich erkannt, das habe ich schon mal verstanden, das geht schon mal. Und ich gehe dann einen Schritt mutig weiter. Also der Gedanke, ich fange nicht immer bei Null an. Wo es denkbar ist, dass der Schüler eigene Ideen, eigene Möglichkeiten entwickelt, wie gehe ich an die Aufgabe, welche Möglichkeit habe ich? Überlegen Sie mal, Grundsatzfrage in der Kita-Arbeit ist, mit welcher Farbe malst du aus? Wie willst du da jetzt rangehen? Solche Fragen in der Grundsatzphilosophie haben wir in der Schule nicht mehr. Psychologisch fängt da Selbstbestimmung an. Wenn ich selbst entscheiden kann, mit welcher Farbe unterstreiche ich, wie mache ich hier eine Tabelle? Schlimm wäre es, wenn wir sogar als Lehrkräfte vorschreiben, unterstreichen bitte in Rot. Sie merken, das fühlt sich schon nach Fremdbestimmung an. Wo ich genau weiß, ich habe einen ersten Überzeugungsprozess, ich mache es nach meiner Idee. Genauso auch für Ihren Unterricht. Keiner macht den so wie Sie. Auch das ist Kreativitätsüberzeugung. Wenn es darum geht, dass Sie nicht direkt sagen müssen, und so wird es gemacht, sondern Sie bieten Möglichkeiten an. Wir wissen heute in der Psychologie, dass bei drei Varianten die eigene Selbstbestimmung dabei ist. Wenn ich nur Möglichkeiten vorschreibe, mach's mal so oder so, ist entweder oder denken. Sobald ich mehr Varianten habe, sobald ich genau weiß, ich könnte es so machen, ich könnte es so machen oder so, bin ich erstmal selbst gefragt, welchen Weg will ich eigentlich gehen? Und denken Sie in Stressphasen daran, dann machen wir nur noch entweder oder denken. Entweder ich mach's so oder so. Je mehr Möglichkeiten wir anbieten, desto leichter haben es die Bedürfnisse, von denen wir eben gesprochen haben. Wir wissen heute aus der Lernforschung, wann macht Lernen am meisten Spaß? In der Woche nach der Klassenarbeit. Nicht für den Lehrer, weil der muss ja korrigieren, das ist klar. Aber für die Schüler, wenn die nämlich sagen, der Stress ist weg. Jetzt geht es erstmal um nichts. Diese eine Woche, wo Aufatmen angesagt ist, da sind die größten Lerneffekte denkbar. Wenn ich genau weiß, hier steht kein Stress im Raum. Hier kann ich erstmal neu erkennen, was machen wir hier gerade. Von daher, wir müssen aufpassen, dass wir das Ausprobieren da unterstützen, wo ich genau weiß, da gehört es auch hin. Wir stehen nicht unter Zeitdruck. Schüler spüren es sofort, wenn der Fokus auf Abschluss geht. Jetzt muss irgendwas erprobt werden dabei, damit nachher die Kontrolle klappen kann. Und denken Sie daran, so oft schaffen wir es gar nicht mal, die gesamten Ergebnisse, was Schüler uns produziert haben, was sie für sich produziert haben, hinreichend angemessen zu wertschätzen. Brillante Ideen, die einfach verschlossen im Heft bleiben. Sehr schwer. Wie hilfreich mag da der eine Satz sein? Du, der Gedanke eben von dir im Unterricht, der war klasse. Was ich da eben von dir gehört habe, super. Denken Sie daran,
Vom Klassenzimmer ins Lehrerzimmer, ins Konferenzzimmer. Was da für Möglichkeiten der Sendung, der Botschaft noch vorhanden sind, wo es genau darum geht, du, den Gedanken von eben, den fand ich gut. Minimalintervention, wir können davon ausgehen, das hebt für eine gesamte Woche. Wenn da ein Lehrer mich für heute mal verstanden hat, das können Entwicklungsprozesse sofort in Aufbau liefern. Aber einmal müssen wir heute auch ein bisschen psychologisch aufs Negative blicken, was kann passieren, wenn. Damit wir verstehen, warum gerade die Bedürfnishaltung so entscheidend ist. Ich habe Ihnen mal 4 Befunde mitgebracht, die wir einfach nochmal auf uns wirken lassen sollten. Was kann passieren, wenn? Was kann passieren, wenn dieser Gedanke von Begabungsausschöpfung nicht ohne weiteres denkbar ist? Es sind Befunde, die in der Persönlichkeitspsychologie gar nicht mehr so taufrisch sind, für die Begabungsforschung aber immer noch ganz neu und innovativ. In der Persönlichkeitspsychologie sind Befunde älter als 5 Jahre meistens schon alt. Von daher, für mich sind sie nicht alt. Wir sind hier in einer sehr innovativen Betrachtungsweise. Jetzt muss ich mal selbst schauen, was steht da oben. Frustration durch Entfremdung. Das heißt, was passiert, wenn ich mir und meinen Bedürfnissen fremd werde? Aus der Empirie ein paar Befunde. Steigt die Angstwahrnehmung, werden Bedürfnisse zum Selbstschutz unterdrückt. Wir haben hier unsere Forschergruppe aus Osnabrück, Baumann, Kuhl und noch eine Arbeit von mir. Wenn Angstwahrnehmung steigt, kurz gesagt, irgendwann ist die Grenze so stark erhöht, da komme ich gar nicht mehr in meine eigene Bedürfniswahrnehmung. Überlegen Sie mal, wenn irgendwann die Verletzung passiert ist, denken Sie an den Beziehungsbereich. Sie haben einer Person so oft vertraut, irgendwas gesagt. Irgendwann ist der Punkt da, wo Sie sagen, ich habe nicht mehr Bock auf Selbstverletzung. Irgendwann reicht mir das hier. Und dann sage ich der Person nicht mehr, was mir hier gerade nicht schmeckt. Übertragen Sie mal das gerade auf die Beziehung Lehrer, Lehrerinnen und Schüler. Dann können wir einer Person nicht mehr sagen, ja sag mir doch, was ich hier besser machen könnte für dich. Kommt gar nicht mehr an. Wenn da bereits der Schüler, die Schülerin sich so unverstanden fühlt, in Unsicherheit gerät, in der Angstwahrnehmung steckt, dann kann keiner von uns mehr ein Bedürfnis formulieren, was ist mir eigentlich gerade wichtig und entscheidend dabei. Wir gehen mal einen Gedanken weiter. Natürlich geht es noch dramatischer. Hat die Person nur das strenge Leistungsziel vor Auge, wirkt jede Motivationsgabe final orientiert. Denken wir an die Hochleistung, denken wir an unsere leistungsstarken Schüler. Da können wir motivieren, was wir wollen. Wenn die nur ihre 15 Punkte, wenn die nur ihre 1 haben, wollen und davon überzeugt sind, erst dann ist es erfolgreich. Wir können nachweisen, da können wir erzählen, was wir wollen. Da können wir sagen, aber eine 2 ist doch ausreichend, klappt doch auch schon. Wenn ich genau weiß mit der Überzeugung, mir geht es um die Leistungsbeschreibung dabei, im Hochniveau ist alles, was wir unterwegs sagen, nur der Schritt. Aber Hauptsache, ich habe die gute Note. Aber Hauptsache, ich schaffe das. Wir schaffen gar nicht mal eine Prozessmotivation für einen Weg, wenn ich da an die Grenze komme. Wir sprechen heutzutage auch von der Motivationsblockade. Wenn ich eine Motivation reingebe, wo die Person ohnehin bestätigt wird, Hauptsache, ich habe da meine gute Note. Wir kommen an die Grenzen, wenn es da um Leistungsexzellenz geht. Eine Forschergruppe aus Hongkong, die leider in die Begabungsforschung nie nachhaltig eingegangen ist, die aber brillante Forschung gemacht hat, im Bereich Minderleistung. Bleibt die Leistung langfristig aus, werden Attributionsmuster falsch programmiert. Mit anderen Worten, ich kann gar nicht mehr erklären, warum war ich erfolgreich oder nicht. Woher kommt der Erfolg, woher kommt der Misserfolg? Überlegen Sie mal, welche Schüler können das wirklich nachhaltig? In der Minderleistung ein großes Problem. Wenn dann nämlich der Erfolg da ist, was sagen die? Na, der Lehrer macht ja immer leichte Klassenarbeiten. Ne? Ist ja kein Kunststück, dann da eine gute Note zu machen. Aber wer, die hat einen Misserfolg. Dann geht das sofort aufs Konto der eigenen Fähigkeiten. Ja, dann kann ich ja auch nicht so begabt gewesen sein. Mit anderen Worten, in der Erfolgswahrnehmung geht es nicht auf die eigene Person. Aber in der Misserfolgsgestaltung haben wir sofort diese Irritation, dann liegt es scheinbar an mir. Und was Nicola Baumann aus Trier, ebenfalls bei uns im wissenschaftlichen Beirat, sehr nachhaltig geprägt hat, ist auch die Aussage ihrer Befundlage damit, bleiben Bedürfnisse konstant unerfüllt, heben sich psychosomatische Beschwerden und die Gefühle von Erfolg, von Freude, kommen gar nicht mehr so stark an. Also denken Sie daran, es geht nicht darum, dass ich einmal einen Misserfolg hatte, wo ich weiß, okay, das war eine Bedürfnisverletzung. Wenn das Ganze chronifizierend ist, das dauert an, das ist nicht nur ein Tag, dann geht das tiefer. Dann geht das nicht nur auf eine Verhaltensebene, dann berührt das irgendwann Persönlichkeit
und gerät in die Unsicherheit. Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht. Ich habe Ihnen ja zu Beginn gesagt, es gibt auch den Begabungspsychologen und die Schweiz hat dem DZBF einen Ausbildungsauftrag erteilt. Wir bilden derzeit die gesamten Schulpsychologen im Bereich Zentralschweiz fort und aus nach einheitlichen Richtlinien. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, den Basiskurs selbst zu machen, nämlich mit den Leitern der schulpsychologischen Dienststellen. Und Psychologen unter sich wollen es immer gerne ein bisschen kreativ, habe ich gelernt. Wir sind nämlich immer, wenn wir unsere Präsenzphasen haben, dort. Und jetzt überlegen Sie, wo ist denn das da wohl? Wir sind hier in Luzern am Vierwaldstätter See auf dem Berg Rigi, die Rigi-Kette, 4000 Meter in Kaltbad. Das ist ein Abenteuer, denn wir haben da nur eine einsame Berghütte. Da führt nur eine Sesselbahn hoch. Sie können sich das vorstellen, ne? Ich mit Laptop und Leinwand und Beamer, Sesselbahn und dann sind wir da oben, immer für unsere paar Tage. Und das ist unsere Aussicht. Wir blicken auf die Bergmassivkette und haben darunter, was Sie da weiß sehen, das sind die Wolken. Und diese Aussicht für uns ist für uns inzwischen dermaßen notwendig geworden, weil die ergibt uns eine Möglichkeit zu sagen, sichtbares Verhalten, also das, was gerade auffällt, da wo Lernschwächen zu sehen sind, wo Verhaltensbesonderheiten, wo Verhaltensschwierigkeiten liegen könnten, das sind sichtbare Zacken, das sind sichtbare Gipfelketten da oben. Bedürfnisebene ist das, wo Sprache nicht trägt, wo es dann reingehen müsste nach unten. Und immer wenn wir uns ertappen, dass eine Person zu stark unter uns in der Gruppe sagt, aber der Schüler, irgendwann muss er es doch mal gelernt haben, wo ist denn jetzt das Problem? Da muss nur ein Kollege sagen, schau mal, wie es da ist, in der Schweiz, schau mal raus. Du merkst doch gerade selbst, wovon du hier sprichst. Du sprichst von Verhalten, du musst einen Schritt tiefer gehen, da unten. Da wissen wir nicht sofort, was ist damit denkbar. Wir müssen auf eine Haltungsebene von Bedürfnisbeschreibung, um zu wissen, wo steckt da eigentlich gerade Unsicherheit und Sicherheit. Von daher will ich Sie heute noch mitnehmen und einladen, dass wir dieses Bedürfnisexperiment auch mal bei uns selbst heute mal machen. Doch bevor wir das machen, noch eine wissenschaftliche Einbindung, dass wir es mal zusammentragen, bevor abschließend heute unser Experiment kommt. Wo stehe ich eigentlich in der Bedürfnisumschreibung? Ich gebe Ihnen mal aus unserer Arbeitsgruppe ein aktuelles Modell, was wir für die Begabungsbildung aufgestellt haben. Für Sie jetzt ein altbekannter Begriff, Begabungsbewusstsein. Ich habe eine Wahrnehmung, ich habe ein Gespür für Fähigkeiten erreicht, gehalten. Was ist notwendig und worauf wirkt das, wenn das stärker geworden ist? Sie erkennen jetzt unsere drei Bedürfnisse wieder, Selbstentfaltung. Wir sind in der Bedürfnisbeschreibung der Leistungsmotivation. Ich habe das Gefühl, ich kann etwas nach meiner Überzeugung machen. Ich kann für mich einen Schritt, einen Weg ergreifen, wie es für mich hilfreich ist. Ich bringe mich selbst in die Aufgabe mit ein. Ich kann selbst etwas gestalten. Und Sie alle wissen auch aus unserem Leben, wenn Schule das mal nicht kann, denken Sie mal an Pubertät, an unsere schwierigen Phasen, die wir so alle hatten. Wie hilfreich war da ein Hobby? Wie hilfreich war da ein Gefühl von, Schule kann es gerade nicht, aber irgendwo spüre ich noch, dass ich da etwas kann. Ob es eine kreative Art war, ganz egal. Aber das sind Momente, die können tragen, durch Durststrecken tragen, wo ich genau weiß, die Möglichkeit der Entfaltung bleibt mir. Das geht nicht immer und nicht jeden Tag, nämlich schon gar nicht da, wo die Fremdbestimmung kochen mag. Die Bindungskontinuität, wie eben schon gesagt, Beziehungsbedürfnis, wir sind schwerpunktmäßig drauf gekommen, seitdem unser Forschungsgebiet der Minderleistung so problematisch geworden ist. Nämlich, wie eingangs gesagt, es ist meistens nie ein leistungsthematisches Problem. Ich habe das Gefühl, ich werde einfach nicht mehr geliebt, verstanden, wenn ich nicht mehr erfolgreich bin. Mit anderen Worten, ich habe das Gefühl, da bricht Beziehung weg, da habe ich irgendwann nichts mehr. Wenn ich genau weiß, Beziehung läuft weiter, Kontakt zu meinen Eltern, Kontakt zu Freunden ist davon unberührt. Das erzeugt ein Beziehungsurvertrauen. Wir sprechen heutzutage von der Minderleistung, nicht von dem fehlenden Leistungsurvertrauen. Da fehlt ein Beziehungsurvertrauen. Was ist, wenn ich hier gerade meine schlechte Note geschrieben habe? Ich brauche die gleiche Wertschätzung wie sonst auch, dass jetzt nichts passiert, dass ich genauso stabil und sicher in Beziehung aufgehoben bin wie sonst auch. Wenn bereits das ins Wanken gerät, dann kann viel passieren, wenn ich mich da in der Beziehungsstabilität nicht mehr sicher aufgehoben fühle. Und denken Sie an die Befundlage der Immunität, wo es um Selbstbehauptung geht. Ich muss auch einmal im rechten Moment sagen können, nee, mit mir nicht.
oder das passt mir gerade nicht. Denken Sie daran, die verdrehten Augenpaare, das Weggehen mit dem Blick, wenn scheinbares Desinteresse dabei wäre, bei Lehrer, bei Lehrerin, bei Schüler. Unterschiedliche Art. Ich brauche eine Stabilität, dass ich genau weiß, was ich hier mache und nicht, weil der eine im Unterricht mir sagen würde, ach, was du da schon wieder gesagt hast. Nee, auch da muss ich noch sagen können, ich wusste, dass es für mich eine wichtige Mitteilung war und Punkt. Davon bin ich überzeugt. Das war ja unsere Theorie von Beginn. Und jetzt will ich Ihnen noch wissenschaftlich dalassen, was sind das für Angreifzacken, die jetzt da unten stehen, die sozusagen die Schwelle der Unsicherheit durchbrechen können. Was jetzt da unten kommt, das sind alles wissenschaftlich geprägte Aussagen. Ich habe mal unsere mathematischen Zahlen weggelassen, damit wir jetzt mal nur unsere Schriftsprache haben. Ich gebe Ihnen mal eine erste Hürde, auf die wir aufpassen müssen, damit diese Schwelle auch stabil bleibt. Zunächst bei uns, wir denken heute natürlich auch da an uns als Person, nicht sofort und in erster Linie an den Schüler. Punkt 1, Druck und Angst. Wir haben ja eben schon mal gesagt, wir haben verschiedene Stressbereiche. Was wir hier stehen haben, das ist der stärkere, das ist der massivere. Was ist, wenn ich da unter Ängstlichkeit, unter Unsicherheit stehe? Wo kann dann überall Druck entstehen? Überall. Wenn ich genau weiß, da füllt mich mit Sicherheit erstmal nichts aus. Was hier fehlt, ist keine motivierende Tendenz. Da fehlt Beruhigung. Wir wissen heute, was hier unten links steht, ist ein Grundsatzproblem in so vielen Fällen, auch im Hochleistungsbereich. Keine Motivation der Welt kann Angst wegmotivieren. Mit Motivation kommen wir sehr gut klar, wenn der zweite Zacken ein Thema ist, wenn ich einfach merke, ich habe einfach viel zu tun. Ich habe mir viel vorgenommen. Der Schüler hat viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Irgendwo fühlt es sich nach einer hohen Stressbelastung an. Dann geht es darum, dass ich mir auch noch hinreichend gut ein angenehmes Gefühl bereiten kann, durch Begeisterung, durch Ermutigung. Der Bereich links unten, der ist auf Motivation gar nicht mal sensibel. Der braucht Gelassenheitsprägung, Beruhigung. Und überlegen Sie mal, unsere Schüler heute sind in so vielen Fällen motiviert genug. Ehrgeiz ist sichtbar. Wie beruhigt sind Sie denn? Was macht denn die Gelassenheit? Was macht denn die eigene Stabilität? Es ist von der Kompetenzhaltung etwas ganz Verschiedenes. Packen wir einen dritten Bereich dazu. Wir haben erkannt, warum. Unsere sozialen Vergleiche, wenn die irgendwann isoliert eingeprägt sind, habe ich das Gefühl, das andere trägt mich nicht mehr. Wenn ich auf Dauerprogrammation stehe, Hauptsache ich bin besser als die anderen, dann bin ich im Grundsatzmuster in der Erregung da ganz oben und dann ist der Alltag anstrengend. Und wir haben den letzten Bereich, wo es darum geht, was ist, wenn ich eine Reaktion bekomme, die einfach so nicht passt. Denken Sie mal, es gibt viele Gründe, warum gerade die Person, warum wir gerade traurig sind, warum wir gerade unsicher geworden sind, wenn wir eine Reaktion erfahren, die einfach nicht dazu gemacht ist. Denken Sie an unsere altklugen Ratschläge. Ach, hast du doch gar nicht nötig. Du hast das doch immer irgendwie geschafft. Ne? Denken Sie daran, wir alle haben Tonbänder abgespeichert, wo Eltern uns gesagt haben, ach, das hast du doch immer geschafft, kriegst du doch wieder hin. Das sind natürlich gut gemeinte Interventionsebenen. Problem dahinter, die erreichen meistens nie Persönlichkeit. Die gehen an der Person vorbei. Wenn ich nämlich unsicher bin und ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier gerade etwas verstanden habe, dann können wir erzählen und reden, was wir wollen. Das kommt dann nicht ohne weiteres an. Aber der Gedanke, merken Sie selbst, wir können das Ganze emotionspsychologisch sehr weit runterdrosseln. Das Kind ist gerade hingefallen. Wir denken an die allerersten Lebensjahre. Wie können da Eltern unterschiedlich begleiten? Da gibt es Mütter, Sie wissen das, ne? Die stürzen sich sofort darauf hin. Da weint das Kind noch gar nicht und die Mutter tröstet schon. Also eine Reaktion kann denkbar unpassend geprägt sein, wenn ich genau weiß, das setzt gar nicht mehr bei der Emotion an. Wann dürfte Reaktion kommen? Wenn dahinter eine hinreichende Bedürfnisbeschreibung steht. Wenn ich genau weiß, ich habe jetzt erkannt, was hier gerade los ist. Jede Maßnahme kann dann zu viel sein, kann gar nicht mehr ankommen. Wenn der Schüler gar nicht mehr verstanden hat, warum sagt die mir das jetzt? Warum sagt der mir das jetzt? Wenn dahinter Unsicherheit bleibt. Dass diese Betrachtungsweise aber dann doch sehr schwierig ist, will ich Ihnen abschließend zeigen in der Alltagssituation. Nämlich dann, wenn es darum geht, dass wir diese Betrachtungsweise von Bedürfnis und Ziel wieder viel zu schnell vermischen. Ich will Ihnen heute mal eine Hausaufgabe mitgeben. Wer schon mal bei mir war, weiß, was jetzt kommt. Wir machen noch ein Experiment.
Das muss auch heute einmal sein. Denn vieles von der Bedürfnisbetrachtung, haben Sie schon längst gemerkt, geht nicht auf die bewusste Zielebene. Wir müssen ein bisschen weiter blicken. Und da sagen die Schweizer Schulpsychologen sehr stark dazu, wir brauchen ein Motto, wir brauchen Mottoziele. Denn eins ist klar, was Sie jetzt schon gemerkt haben, der Übergang vom Bedürfnis zum Ziel, der ist nicht ohne weiteres da. Wenn wir sagen, wir müssen mal einen Schritt eher anfangen. Die Überzeugung wäre, überall, wo wir bewerten, wo wir Sprache dalassen, da kann einiges an Grenzen kommen. Im Leistungsbereich sind wir gewohnt, Bewertung zu verteilen, Bewertung zu erfahren. Jetzt denken Sie mal an diese erste Bedürfnisbeschreibung ganz zu Beginn. Überlegen Sie mal, wir würden im Beziehungsbereich so viel Bewertung dalassen, wie wir es im Leistungsbereich machen. Versuchen Sie mal, Ihrem Mann, Ihrer Frau, Partner, Partnerin, Bewertung im Beziehungsbereich dazulassen, in der Intensität, wie wir es im Leistungsbereich machen. Du, also heute war die Beziehung zwischen uns beiden noch nicht so gut. Überlegen Sie mal, das fühlt sich nicht gut an, solche Sätze. Im Leistungsbereich bewerten wir konstant. Also von daher ist die Schwierigkeit, dass die Bewertung, die wir in Sprache reinlegen, immer etwas ist, wo Motivation nicht ohne weiteres mitzieht. Wir hatten vor einiger Zeit eine Schülerin bei uns im DZPF. Grundsatzproblem war mündliche Beteiligung. Der Finger wollte einfach nicht hoch. Eltern sagten es, Lehrer sagten es und Lehrkräfte haben auch gesagt, also wenn ich doch ein bisschen häufiger die Hand von dir sehen würde, die mündliche Note, die würde auch besser werden. Und ich habe dann gleich gewusst, wenn die jetzt zu mir kommt, das darf ich dir nicht nochmal sagen. Das haben ja schon so viele andere gesagt. Und ich habe dann gesagt, du, was machen wir jetzt? Ich sehe dir ja an, weil ehrgeizig war sie, die wollte sich ja beteiligen. Aber irgendwie hat sie es nicht geschafft, hier. Und ich habe schnell erkennen müssen, das war keine Motivationsschwäche. Das war eine Wahrnehmung von Unsicherheit. Ich traue es mir nicht zu. Und ich habe damit Prozentzahlen gearbeitet, weil ich wusste, sie hatte gerade Prozentrechnung, sechste Klasse. Ich sagte, Leonie, was müssten wir jetzt machen, damit der Finger dann doch schneller ein bisschen hochgeht? Ich sagte, zu 100% willst du dir ja eigentlich sicher sein. Ne? Sie sagte, ja, ja, also eigentlich 100%. Ich sagte, du, aber du weißt ja, 100% haben wir nicht immer. Wie viel Prozent Sicherheit, glaubst du, würden ausreichen? Und ich habe da mal mutig vorgestapelt. Ne? Ich sagte, was wäre so mit 90%? Nie im Leben, sagte sie, ist viel zu wenig. 90% Sicherheit, das reicht noch nicht. Wir haben uns nachher geeinigt, fragen Sie mich nicht wieso, auf 97%. Also bei 97% Sicherheit hat sie gesagt, das könnte ich mir vorstellen. Das wäre so kurz vor 100% und dann könnte auch der Finger hochgehen. Nach einer Woche kam sie ins DZPF, stand bei uns im Eingangsbereich freudestrahlend, riss die Hände hoch und sagte, Herr Renger, ich habe es geschafft, bei 95%. Sie hat sich noch unterboten. Ich habe eins gemerkt, die Taktik war es gar nicht mal, aber die Haltung, Renger hat verstanden, dass ich ja eigentlich unsicher bin, eigentlich Perfektionistin bin. Der hat mir nicht gesagt, melde dich doch mal auch einfach häufiger, weil der hat ja erkannt, dass dahinter eine Unsicherheit steht. Aber in der Methode haben wir etwas geschafft, dass wir die Unsicherheit ins Boot geholt haben, so nach dem Motto, ich weiß, du bist unsicher, aber lass uns mal versuchen. Es hat Selbstverständnis angehoben. Von daher müssten wir sagen, all die Sätze, die wir im Alltag raushauen, ich bin davon nicht unbeteiligt, ne? Du musst dich einfach mal melden, dann wird das schon. Das sagen wir oft. Psychologisch taugt das nichts, wenn es die Person nicht erreicht. Von daher, gerade in Situationen, wo wir merken, es erreicht die Person ja gar nicht mal, da müssten wir einen Gedanken weitergehen und überlegen, ja warum denn nicht? Es ist dahinter oftmals keine Motivationsschwäche, ganz im Gegenteil. Denke ich da an Leonie, die war verkrampft, die wollte sich ja, aber wehe, die hätte jetzt mit der besten Idee keinen Applaus bekommen, übertrieben gesagt. Die war unsicher, da war ein Problem, nämlich was ich eben gesagt habe, da waren die Blicke der anderen dramatischer als diese eigene Unsicherheit. Was ist, wenn die jetzt falsch darauf reagieren, wenn die Augen verdrehen, wenn ich mich melde? Von daher müssen wir sagen, wir müssen ein bisschen projektorientierter arbeiten. In der Psychologie gibt es dafür die Hypnosuggestion. In der Schweiz gibt es das Zürcher Ressourcenmodell. Und ich will Ihnen heute abschließend noch ein Experiment dalassen, dass Sie bitte einmal für heute auf die Bedürfnissuche gehen. Spüre ich eigentlich, was ich da mache und warum ich das mache? Bedürfnisse gehen tiefer als die bewusste Zielebene. Das haben wir jetzt schon gelernt. Von daher lehnen Sie sich mal zurück. Wir machen mal abschließend ein Experiment, was jetzt noch kommt. Wir schauen uns mal Bilder an. Ich hoffe, dass es jetzt spannend wird. Schauen Sie sich mal in Ruhe folgende Bilder an. Denken Sie daran, was wir eben gelernt haben.
Überlegen Sie nicht, was Ihr Nachbar wo gerade denkt oder wünscht, was Sie denken sollten. Wir wissen jetzt auch warum, ne? Leistungsvergleiche. Denken Sie jetzt bitte nicht nur mit dem Kopf, denken Sie am besten gar nicht. Ich weiß, das geht nicht. Aber trotzdem versuchen Sie mal jetzt nicht nur rational dran zu gehen, wir wollen es mal ein bisschen mit Abstand betrachten. Achten Sie vielleicht vielmehr darauf, wie Ihre innerliche, sinnliche Wahrnehmung ist. Also der Gedanke, was passiert da eigentlich gerade? Wie verändern sich bei mir Botschaften, wenn ich da etwas sehe? Und wählen Sie bitte mal dann ein Bild aus, wo Sie merken, das löst in mir einen positiven somatischen Marker aus. Somatische Marker sind in der Psychosomatik das, die ein gutes Gefühl machen. Wir kennen oftmals unsere negativen somatischen Marker. Psychosomatische Beschwerden, wissen Sie, ne? Bauchschmerzen. Da sitzt irgendwo etwas, ich bin verkrampft. Wir haben genauso viele angenehme, positive somatische Marker, die entstehen, wenn Amygdala und Hippocampus, das sind unsere beiden Hirnregionen im limbischen System, zusammenkommen. Amygdala, Organ für Affektsteuerung, Stimmungssteuerung, sitzt ganz nah am Hippocampus, also da, wo unsere kognitiven Landkarten drin sind, ein Gedächtnissystem. Die werden jetzt aktiviert bei folgenden Bildern, aber denken Sie nicht drüber nach. Schauen Sie einfach nur nach vorne und lassen Sie die beiden Systeme mal arbeiten. Die machen das schon alleine. Wir blicken mal nur auf das, was jetzt kommt. Ich sag mal nichts und es kommen Bilder. Haben Sie Ihr Bild gefunden? Sie merken, eins ist jetzt denkbar. Mit dem Bild, was Sie für sich gerade in der Überzeugung ausgewählt haben, haben Sie gerade für sich Botschaften erkannt, da hätten wir jetzt 2, 3 Stunden sprechen können. Sie hätten mir nicht sagen können, Renger, das ist mir wichtig im Leben. In dem Bild steckt viel, viel mehr drin. Ersetzen Sie mal das Wort Bedürfnis mit einem ganz anderen Wort, Sehnsucht. Und geben Sie mal das Wort Sehnsucht auf das Bild drauf, was Sie da gerade für sich erkannt haben. Was für eine Botschaftsfülle steckt da eigentlich hinter? Da müsste ich Ihnen jetzt, wenn wir jetzt ein Gespräch hätten, müsste ich jetzt die Frage da lassen, warum das Bild? Welche Fähigkeiten, welche Wünsche, welche Elemente stecken damit jetzt drin, wo für Sie Stabilität steckt? Davon bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr. Und was da für Botschaften kommen, Sie merken ja selbst, die Bilder sind ja ganz unterschiedlich. Da wird etwas klar, wird uns etwas klar, wo bewusste Sprache nichts erreichen würde. Denken Sie mal daran, wir könnten auf bewusster Ebene sagen, ja, ich bin Leistungsmensch, ich will Leistung erreichen oder mir ist Beziehung wichtig. Auf bewusster Ebene können wir uns wunderbar etwas vormachen, da können wir uns belügen. Bei der Methode nicht. Auf der Bedürfnisebene, wenn wir da merken, da verbinde ich etwas dahinter, wäre das denkbar. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause auf dem Schreibtisch aussieht, welche Bilder bei Ihnen zu Hause hängen. Vielleicht mag es in die Richtung gehen, wo genau da eine Sehnsuchtumschreibung steckt. Und was ist die Wichtigkeit in der Bedürfniswahrnehmung, dass wir damit weiterarbeiten? Was wir bei uns erkannt haben, warum ist mir das wichtig, warum sehne ich mich danach? Ist bei uns das Profilbild geschärft, ist es meistens auch im Gegenüber in der Prozessbegleitung angehoben. Denn ich gebe Ihnen jetzt mal abschließend 2 Überzeugungen von Lehrkräften. Zunächst mal eine Lehrerin. Sie werden gleich erkennen, was Ihr Motto ist. Da reichen die ersten Sätze aus. Was das für eine Situation geben kann, wenn ich genau spüre, das ist mein Bedürfnis. Denn Sie alle, wir alle sind aus unterschiedlichen Gründen in der lehrpädagogischen Arbeit, in der Lehrtätigkeit drin. Wichtig ist nur, wir müssen unsere Überzeugung verstanden haben, damit die stabil bleibt. Schilderung auf Mottobasis. Ich kann es selbst schlecht lesen, es fehlt eine rote Birne, ne? Wir merken das immer. Und wieder 8 Uhr, jetzt beginnt Premiere. Generalprobe war gestern. Noch ein Gong und mein Auftritt steht an. Publikum sitzt bereits. Alle Scheinwerfer gehen auf mich. Mal sehen, was heute kommt.
Komödie, Tragödie oder Improvisation. Ich bin vorbereitet. An manchen Stellen wird gelacht, Publikum geht mit. Hat sich also gelohnt, wieder alles zu geben. Und das Gute, Autogrammstunde kommt auch heute. Sie merken, da hat für sich eine Lehrkraft gesagt, ich weiß, warum ich da jeden Tag stehe. Ich erkenne für mich Bedürfniswahrnehmung und habe verankert, guck mal, darum geht's. Die Überzeugung, die ich hier halte, ist da sichtbar. Ich gebe Ihnen noch eine andere, die wiederum ganz anders lautet, aber wo eine Lehrkraft für sich sagen würde, das ist meine Überzeugung, das ist mein tiefer Wunsch, warum ich es mache. Motto als Lehrer. Ebenfalls Motto-Basis. Ich darf es mir erlauben, dass ich langsam gehe. Wenn ich ruhig bin, so komme ich meistens immer an meine Kraft. Stampfen kann ich gut, doch ist eigentlich alles an mir sensibel. Ich spüre gut. Kommt mir mal ein Hindernis in den Weg, stelle ich mich einfach auf. Höre zu, überlege und handle mit Weitsicht. Für meine Schützlinge will ich sorgen. Überlegen Sie mal, die Bedürfnisbeschreibung ist ja hier wiederum ganz anders. Aber eine Person, wo wir vermuten würden, die kennt Bereiche von Stress, Unsicherheit, Ängstlichkeit, versteht es aber ganz anders. Ich habe Erfahrungswissen. Ich darf mir erlauben, langsam zu gehen. Ich habe etwas, darauf kann ich zurückgreifen. Ich kann auch mal stampfen. Und ich will für jemanden da sein, ich kann dafür sorgen. Metapher Elefant. Bedürfnisprojektion Elefant. Es geht auch sensibel. Ich bin auch sensitiv geprägt. Aber überlegen Sie mal, wenn ich genau weiß, es gibt das alles in der Bedürfnisumschreibung, wird das Ganze auf einmal sehr persönlich. Und ich weiß, warum ich bestimmte Sachen mache. Was hier nämlich steckt, geht tiefer und weiter als jede Motivation, die ich auf bewusster Ebene mal oben drauf lege. Von daher fassen wir es mal zusammen, was die Inhalte sind. Es geht also in der Begabungspsychologie um genau das, um Bedürfniswahrnehmung, und es passt erstmal nicht zusammen. Ne? Wie sollen Bedürfnisse unintelligent sein? Sind sie aber, denn intelligente Steuerung gibt es da erstmal nicht. Die melden sich, ob wir es wollen oder nicht. Wie eingangs gesagt, denkt man an unsere Befundlage, werden die langfristig nicht erfüllt, nicht befriedigt, dann wissen wir genau, was da ins Haken kommt. Also es geht um ein Annäherungsziel, was wir da formulieren sollten, nämlich in den Gedanken, was trägt im Laufe meines Lebens mich da wirklich durch Durststrecken, durch Stresssituationen, durch Unsicherheiten. Das sind natürlich unsere hocheigenen Bedürfnisse. Und überlegen Sie mal im Klassenzimmer, da sitzen nicht nur Schüler mit einem enorm hohen Leistungsbedürfnis, da haben wir alles. Da sind alle Bedürfnisse. Und wir müssen natürlich Verhalten immer dann, wenn es ins Haken kommt, genau so auch verstehen. Warum sehe ich das jetzt gerade, was mir da auffällt? Warum ist das Verhalten gerade so störend geworden? Vielleicht, weil dahinter ein Bedürfnis nicht gerade verstanden worden ist. Und die Lücke ist nicht umsonst. Denn daran denken Sie mal, jeder von Ihnen hat ein eigenes Bild gefunden. Vielleicht haben wir auch ein paar Deckungsgleiche dabei, wissen wir nicht, wo die stecken. Aber wir sind erstmal verschieden. Aus unterschiedlichen Gründen haben Sie Bilder gewählt, wo es darum geht, da stehe ich, das ist meine Bedürfniswahrnehmung. Wo ich genau weiß, es wäre jetzt eine Forderung auch für mich zu erkennen, dass ich das selbstverpflichtender betrachte. Wenn ich nämlich genau weiß, das ist der Grund, warum ich da für mich in die Unsicherheit geraten bin. Wie kann ich das besser machen? Müssen es mir die anderen nicht mehr sagen? Melde dich doch mal. Von der Leonie war es das Bild eines Murmeltiers. Jeden Tag, Federmappe auf, guckte ein Murmeltier raus. Murmeltier war Erinnerungshilfe. Du, ich weiß, ich bin unsicher, aber trau es dir mal ruhig zu. Da musste irgendwann Vater, Mutter, Lehrerin nicht mehr sagen, du, ich will den Finger häufiger oben sehen. Murmeltier sagte, ich weiß, du bist unsicher, aber trau es dir doch mal zu. Und der Vater meinte dann zu mir, als ich sah, dass da bei ihr in der Federmappe ein Murmeltier steckt, da ist mir einiges klar geworden. Wir haben über Wochen so vorbeigeredet. Und dann sah ich das Murmeltier und ich wusste, darum ging's. Schreckhaftigkeit, Unsicherheit. Sie merken, der Blick dahinter, der geht tiefer. Denn da müssten wir sagen, wir müssen irgendwann nicht mehr so häufig die Frage stellen. Hast du die Aufgaben gemacht? Hast du daran gedacht? Wenn ich genau weiß, nee, ich wurde ja verstanden. Da hat man mir das Gefühl vermittelt von, die Person wusste, dass ich unsicher war, aber hat trotzdem an mich geglaubt. Deswegen gehen Sie mal, wenn Sie jetzt in die Gruppensituation blicken, einen Schritt weiter und überlegen mal, was ist denkbar, wenn Verhalten an Grenzen kommt, wenn es irgendwo hakt? Vielleicht müssten wir Begabung grundlegend mit einer erhöhten Bedürfnisstärke betrachten. Denn eins ist klar,
Was wir heute schon mal verstanden haben, Hochbegabung, höhere Begabung, grundsätzlich jede Begabung ist nicht nur im Leistungsbereich vorteilhaft, verankert, notwendig. Es hakt meistens da, wo es ankommt, nämlich Beziehungsbereich, Selbstbehauptung. Logische Konsequenz wäre, wenn es im Leistungsbereich klappt, ist meistens auch ein Leistungsbedürfnis dabei. Wir haben jedoch noch mehr. Und Begabung in der Begabungspsychologie umreißt erstmal alles. Da stecken wir bei 3 Etappen. Wir brauchen natürlich auch dann für die gründliche Betrachtung die Lebendigkeit von unseren 3 Bedürftigkeiten. Jetzt hoffe ich, dass ich Ihnen ein paar Impulse dalassen konnte mit der Begabungspsychologie. Ich danke Ihnen.